Herzlich willkommen zu diesem Food Haul. Ich war einkaufen, dieses Mal beim Real und habe ein kleines bisschen was gekauft. Ich war dieses Mal alleine shoppen und ja gut, shoppen. Also ich muss dazu sagen, ne, es gibt ein zweites Video. Das nächste Video nach diesem Video, das online gehen wird, gehört eigentlich zu dem hier dazu, weil ich war nämlich wirklich shoppen, also nicht nur beim Real. Ich habe mir so einen richtigen Shopping-Tag gegönnt. Mehr dazu erzähle ich dir aber dann in dem anderen Video. Und jetzt mache ich den Lebensmittelteil davon. Ja, es lohnt sich, einen extra Klamottenteil machen, nur so als Preview, ne? Auf jeden Fall war ich alleine dort, ohne Dommy. Entsprechend ist der Einkauf auch ein bisschen anders ausgefallen als sonst. Und es ist auch nicht so ein richtiger Wocheneinkauf, sondern mehr so ein, ach, lass mal gucken, was brauchen wir denn gerade so, was gibt's denn gerade so, was fällt mir denn gerade so, Einkauf. Und ja, es ist doch einiges mehr mitgegangen als ja, geplant. Ich fange direkt mal mit den Getränken an. Das ist nämlich die Fraktion, die nicht sehr vorbildlich ist. Und zwar Wasser habe ich jetzt nicht gekauft. Wasser haben wir erst gekauft, weil wir trinken eigentlich ja, ich sage jetzt mal, in 95 bis 98% der Fälle eigentlich immer Wasser. Aber manchmal halt auch nicht. Und dafür habe ich jetzt einmal hier einen Zero Eistee in der Sorte Lemon von Lipton mitgenommen. Ich finde es übrigens voll schade, dass es diese Zero Eistees nur in Peach und nur in Lemon gibt. Weil es gibt so geile Eistee-Sorten, aber immer nur Pfirsich und Zitrone gibt es halt einfach so als, ja, wie sagt man, als Light-Version. Mein allerliebster Lieblingseistee übrigens, den gibt es nur beim Hitmarkt. Das ist von San Benedetto, so ein komischer Grüntee irgendwas. Falls ich es finde, blende ich sie jetzt hier ein, falls ich den auf Google finde irgendwo, ja. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche deine Lieblings-Eistee-Sorte ist. Meine auf jeden Fall diese kranke grüne Sorte, ich liebe die. Aber die gibt es halt nicht in Light, deswegen trinke ich die gar nicht mehr praktisch. Und es geht mit Cola weiter. Und noch ein Cola. Und noch ein Cola. Und noch ein Cola. Ich habe viermal Cola mitgenommen. Oh, nicht fallen, nicht fallen. Oh Gott. Ja, ich habe viermal Cola mitgenommen auf jeden Fall. Weil Cola Vanille, wenn wir ein Cola da haben, dann haben wir eigentlich immer Cola Vanille Zero da. Und das gibt es halt einfach bei uns nirgends. Es gibt es nirgends, wirklich. Wir haben tatsächlich schon sogar bei so einem Getränkemarkt bestellt, der es beim Großhändler bestellen sollte. Der hat es nicht hinbekommen, das herzukriegen. Echt? Das ist echt wahnsinnig hier, wie schwierig es ist. Und jetzt hat der Real tatsächlich Cola Light bzw. Cola Zero Vanille gehabt und sogar im Angebot. Und dann habe ich zugeschaut und habe gleich 4 Stück gekauft. Das reicht für das nächste halbe Jahr. Aus der Kühlregalecke habe ich hier zweimal Käse mitgenommen, den Finello-Käse. Das ist ja mein Lieblingsreibekäse. Leider gab es nicht diesen Ofenkäse, wo Cheddar und Mozzarella drin ist. Das ist ja meine Lieblingssorte, aber die gab es leider nicht. Deswegen habe ich einmal Gratin-Käse und einmal Pizzakäse. Ist auch recht. Käse ist Käse, zumindest bei den meisten Sorten, sag ich da. Und genau das ist auch richtig cool. Da habe ich hier wieder eins mitgenommen in Himbeer. Das ist eigentlich so, Himbeer-Vanille mag ich da am liebsten. Gibt ja mehrere Sorten, aber die ja, esse ich ganz gerne. 180 Gramm pro Becher passt halt super für mich auch als Portion. Und genau, das habe ich halt tatsächlich auch mitgenommen. Wahnsinn, ne? Genau. Oh ja, genau. Dann habe ich gefunden... Da bin ich sehr gespannt drauf. Und zwar, es gibt doch, ihr kennt doch diese Franconia-Schokolade, weißt du, die wo ohne Zucker ist, ne? Die wo auch immer bei diesen blauen Sachen steht. Du weißt, was ich meine. Da wo, ich glaube, laktosefrei ist das oder so. Ich gucke da nicht drauf, ich habe keine Laktoseintoleranz oder so. Aber ich glaube, dass das laktosefrei ist. Dieses komische blaue Regal auf jeden Fall immer, ne? Wo die Sachen immer so blau sind. Und von Franconia, die haben tatsächlich jetzt einen Riegel gemacht. Ich weiß nicht, wie lange es den gibt. Falls ihr den schon mal gesehen habt, dann schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wann und wo ihr den gesehen habt, weil ich habe den das erste Mal gesehen jetzt und habe von jeder Sorte einen mitgenommen. Und zwar, die werde ich auch wieder reviewen. Auf Instagram wird es dazu natürlich wieder Reviews geben, ja. Wann, weiß ich noch nicht, aber es wird sie auf jeden Fall geben. Und das Coole ist, die haben auch den Nutri-Score aufgedruckt. Ich bin sowieso dafür, dass der Nutri-Score eigentlich überall drauf sollte, ja. Klar ist es kein Hellseh-Score und ihr solltet trotzdem noch auf die Inhaltsstoffe und alles hinten drauf schauen, aber trotzdem ist es ein Richtwert, wenn man sich nicht damit beschäftigen möchte. Und das finde ich einfach sinnvoll. So, ja, ich habe auf jeden Fall einmal pro Sorte mitgenommen. Es gibt hier nämlich, White Vanilla Flavor habe ich hier einmal. Dann habe ich einmal einen Chocolate Hazelnut. Dann habe ich einmal so einen cool lilanen, wo ich finde, dass überhaupt die Farbe lila hier überhaupt nicht dazu passt, zu der Sorte, weil es ist wie Chocolate Vanilla.
keine Ahnung, finde ich, passt überhaupt nicht. Also so gelb für Vanille und grün für Haselnuss kennt man ja, aber so lila passt da irgendwie gar nicht dazu, finde ich. Aber braun war halt leider schon belegt, weil braun ist eben Chocolate Brownie. Und da bin ich wieder sehr... Bruh. Ja. Okay, er ist schon gefallen, er ist noch weiter runter gefallen. Mega! Mega, mega, okay. Da bin ich wieder am allerskeptischsten von allen Sorten. Und zwar haben wir hier nämlich White Raspberry, sprich weiße Schokolade mit Himbeeren. Ja, was soll ich sagen? Die Fruchtsorten sind immer schwierig zu machen und mit Fruchtsorten ist immer schwierig, mich zu überzeugen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die Review. Wie gesagt, die gibt's auf Instagram demnächst. Mega geil! Das habe ich gefunden. Das habe ich auch schon wieder in jedem Laden gesucht und in keinem Laden gefunden. Und Real hat es tatsächlich gehabt. Und zwar diese diese Protein-Dings. Und zwar ist es eine Proteinmilch. Die hat 0,1 Gramm Fett im Milchanteil, also so eine richtige Mager-Milch. Normalerweise trinke ich keine 0,1er Milch, einfach weil sie nicht so gut schmeckt. Aber als Shake kann man es schon mal machen, finde ich. Und jo, wieso nicht? Hat halt einfach deutlich mehr Protein als eine normale Milch. Mehr als doppelt so viel, da wirbt sie auch damit, ja. Richtig geil. Die hat 8,2 Gramm Protein auf 100 Milliliter. Kann man durchaus was mit anfangen. Und gerade wenn du dann eh schon einen Proteinshake machst, wenn ich so eine Milch benutze, 300 Gramm davon, ja? Also 300 Milliliter, warte mal. Lass mal nur überschlagen. 8, 16, 24, 24,5 Gramm Eiweiß, 24,6, aber wir überschlagen nur. 24,5 Gramm Eiweiß nur aus dem Milchanteil und dann kommen zusätzlich nochmal 25 Gramm aus meinem Proteinpulveranteil. Das heißt, wenn ich mir einen Shake mache mit meinem besten Proteinpulver und dieser Milch, dann hat ein Shake mit 300 Milliliter 50 Gramm Protein, liebe Leute. Das ist zwei Drittel von meinem ganzen Tagesbedarf. Das ist der Wahnsinn. Also das ist wirklich für so Tage, wo man einfach nicht viel essen kann, weil ihr Operierten unter euch kennt es. Es gibt Tage, da will man einfach nicht so viel essen, weil es einem einfach nicht so gut geht. Und dann ist natürlich das perfekt, wenn man eigentlich so einen Hauptteil von dem ganzen Eiweißlieferanten oder von dem Eiweißbedarf quasi über diesen Lieferanten hier zu sich nehmen kann. So, mega cool. Tipp an euch, ne, die habe ich nämlich im Kühlregal gefunden. Die muss aber nicht gekühlt werden. Die muss nur dann gekühlt werden, wenn sie offen ist. Das ist trotzdem eine haltbare Milch. Nicht hier irgendwie verwirren lassen. Dann habe ich mir heute fürs Kochen ein Fleisch mitgebracht. Und zwar ist das ein Schweinerückensteak, beziehungsweise ein Leuensteak. Wahrscheinlich Lyon oder... Ich habe keine Ahnung, klingt französisch. Ich bin nicht der Franzose unter der Welt hier, ne? Ich habe keine Ahnung, für mich ist ein Leuensteak, ganz einfach. Ist so mit Kräutermarinade aus dem Schweinerücken, ne? Und ich habe sowas von Bock auf Fleisch heute, deswegen werde ich mir das anbraten in der Pfanne. Eigentlich zum Grillen, ich werde es nicht grillen, weil ich keinen Bock habe, mich ewig an den Grill zu stellen, weil es regnet und so. Grillen ist irgendwie Domi sein Ding. Ich werde es mir einfach in der Pfanne anbraten, aber Domi hat Spätschicht heute leider und ist nicht mit mir zusammen, deswegen muss ich für mich alleine essen. Und ich habe Bock auf Fleisch, deswegen brate ich mir Fleisch an. Geht schnell. Guter Eiweißlieferant, schmeckt gut vor allem. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Faktor. Und dann ist die Frau nämlich zufrieden mit ihrem Fleisch. So. Ah ja, dann in der weiteren Kühlregalfraktion habe ich einmal das hier mitgenommen. Von Alpro, den Kaffee Plant-Based Barista, peruanische Kaffee und Kokosnuss, ja. Und zwar, da habe ich ja mal, das habt ihr vielleicht gesehen in dem einen Vlog mit der Wanderung letztens, ja. Da habe ich mal diesen von Alpro aus Versehen gekauft, weil ich dachte, dass normale Milch ist und gar nicht mehr dran gedacht, dass sie ja gar keine richtige Milch ist, sondern eben pflanzenbasierte Milch. Und die hat halt einfach dadurch eben einen sehr guten Wert, was Kalorien und Zucker angeht, ja. Also kein Thema, nimmt man mit, ne. Und da hatte ich eine Mandelversion und die Mandelversion war so obermega geil, wirklich. Da gab es leider keine Mandelversion. Da gab es irgendwas mit Hafer, Karamell, das hat mich jetzt gar nicht angesprochen. Aber halt auch dieses mit Kokosnuss. Und das finde ich irgendwie wieder geil. Deswegen habe ich jetzt einmal hier so ein Kokosnuss-Ding mitgenommen, zum Testen, ob es genauso gut schmeckt wie das Mandel-Ding. Also wie gesagt, Kokosnuss, keine Ahnung. Die Mandelversion kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann wollte ich eigentlich noch meinen geliebten Proteinkaffee von Emmy kaufen, aber den hat es nicht gehabt. Weil wir waren nämlich letztens vor ein paar Tagen mit Domi erst beim Rewe einkaufen und so einen Wocheneinkauf machen. Da habe ich keinen Haul davon gemacht, dieses Mal, weil ich keine Lust hatte, so gibt's auch mal. genau, und der war komplett ausverkauft halt einfach, ne? Was soll ich sagen? Dämlich. Deswegen habe ich jetzt einen anderen gefunden. Ich bin ein bisschen froh, dass ich den gefunden habe. Das ist nämlich von Café Latesso, ist die Marke. Hat 17 Gramm Protein auf diesen Becher. Die andere von Emmy hat 18 Gramm. Also das ist ganz ehrlich, das ist so egal, dieser eine Gramm da Unterschied. Aber wir haben hier halt leider 5,3 Gramm Zucker.
und der andere hat halt irgendwie nur 3 Komma. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und vor allem oben ist halt diese komische Keks drin und sind wir ehrlich, ja schön Keks und so, der schmeckt, aber für einen Keks schmeckt der nicht so gut. Und ich will diesen doofen Keks da oben drin einfach auch gar nicht haben. Ich will einfach nur einen Kaffee, ne, wenn ich das trinke. Und ja, das ist meine Alternative jetzt, weil es auch die Proteinversion ist. Wie gesagt, der von Emmy ist mir deutlich lieber, weil einfach kein komischer Keks drin ist. Mein schlechtes Gewissen nicht beansprucht wird, wenn ich ihn dann wegschmeißen muss, weil ein Dommi wieder nicht haben will oder ich nicht haben will oder sowas. Und er hat dann einfach bessere Werte. Aber ich bin trotzdem froh, dass die auch eine Proteinversion gemacht haben, weil ohne die hätte ich jetzt gar keinen Proteinkaffee. So, deswegen habe ich hier 1, 2, 3, 4 Stück davon mitgenommen wieder. Ebenfalls aus dem Kühlregal. Die Schande des Tages. Nee, ich habe das mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Falls ihr das kennt, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ich liebe ja, also ich kenne das ja von früher, diese ganzen Sachen, so Kinder Maxi King und Kinder Pingui und diese komische bubbelige Dinger da. Wie heißen die denn? Nicht Milky Way, wie heißen die denn? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Auch, die sind auch von der gleichen Marke, aber die sind auch so komische Nienpferde da. Die sind voll lecker, ich habe die geliebt, ja. Ich esse die halt gar nicht mehr, aber ich habe seit der OP keins mehr gegessen tatsächlich. Und die habe ich jetzt im Kühlregal entdeckt, diese komischen Oreo-Milch-Creme. Snack-Dinger, wie auch immer, ja. Finde ich auf jeden Fall super interessant. Habe ich jetzt einmal mitgenommen, damit ich mitschwätzen kann. Muss ich die probieren, interessiert mich super krass. Werde ich jetzt noch nicht probieren, sondern erst morgen oder so, wenn Dommi auch da ist, weil ich es mit ihm zusammen probieren möchte. Aber ja, echt mega interessant. Da bin ich jetzt wieder schwach geworden, das ist wieder nicht so gut. Aber ich finde, dass mein Einkauf nicht ganz so schlimm ist dieses Mal. Wenn wir das Cola mal außen vor lassen, aber das ist ja nicht unbedingt für mich. Der Saft vom Rauch, der Happy Day Saft, war im Angebot für 1,39 €. Da habe ich mir wieder einen mitgenommen. Wir haben zwar noch ein bisschen Saft da, aber ich habe jetzt hier einmal die Mango-Version mitgenommen. Ja, war halt im Angebot. Mango klang lecker, also kam mit. So einfach ist die Story dahinter. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Miesbrei. Nee, das klingt nicht so schön. Ein Grießbrei. Ich bin verwirrt heute, Leute. Ich bin echt verwirrt, ne? Ja, Grießbrei von Dr. Oetker, weniger süß, 30% weniger Zucker. Wir haben hier auf 100 Gramm haben wir 6,2 Gramm Zucker. Kann man auf jeden Fall mal verkraften, weil ich habe so Lust auf Grießbrei, aber es lohnt sich nicht für mich selber einzumachen. Deswegen machen wir quasi einen Beutel zu zweit und ich nehme mir da 2, 3 Löffel weg und den Rest darf der Dommi dann essen und dann hat jeder quasi eine auf sich angepasste, ja, Portion, sage ich einfach mal. Ja, das war's auf jeden Fall mit meinem Food Haul vom Real heute. Wie gesagt, da hinten wartet der Klamottenstapel. Meine Ausbeute ist größer als geplant. Das ist immer so, ich weiß. Ich werde dir im nächsten Video einen Try-On-Shopping-Fashion-Haul zeigen. Mit den Sachen, die ich gekauft habe. Und dann erzähle ich dir einfach auch ein kleines bisschen was über den Shopping-Trip. Ich hoffe, dass dir dieser Food Haul gefallen hat und dass du beim nächsten Mal beim Fashion Haul auch wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.